Noch nie hat man sich beim TC Blau-Weiß so sehr bei einem Unentschieden gefreut. Die Ladies vom TC 1899 Blau-Weiß Berlin trennen sich gegen den Tabellennachbarn Bietigheimer HTC in der zweiten Hockey-Bundesliga mit einem 0:0. Leider nur ein Punkt für die Berlinerin, dafür aber ein ganz besonderes Match für Lena Klösel und Sina Schönamsgruber. Gegen die alten Kameraden zu spielen ist immer noch mal was anderes, weil es dann ein bisschen besonderer ist als gegen irgendeine andere Mannschaft. Denn sowohl Lena Klösel als auch Sina Schönamsgruber sammelten erste Erfahrungen in der zweiten Hockey-Bundesliga beim Bietigheimer HTC. Jetzt kämpfen die beiden mit dem TCBW gegen ihren alten Weggefährten. Während Schönamsgruber erst seit Oktober 2020 in der Hauptstadt lebt, ist es für die Mittelfeldspielerin Lena Klösel bereits die zweite Saison im Blau-Weiß-Outfit. Aber auch sie ist keineswegs geplagt vom Heimweh. Ganz im Gegenteil. Gutes Athletikteam. Wir haben mit dem Liam einen Videocoach noch dabei und Henny ist auch voll dabei. Und ich glaube, dieses ganze Umfeld, das funktioniert sehr gut und wir haben da professionelles Training. Das macht Spaß. Dass Klösel und Schönamsgruber das Vertrauen des Trainers Henrik Geil für dieses Match ausgesprochen wurde, ist denn das keine Überraschung. Schließlich kennen sie die Stärken und Schwächen des Gegners bestens und sind für die Blau-Weißen ein unverzichtbares Duo. Schönamsgruber sichert den Ball und passt ihn zu ihrer langjährigen Teamkollegin. Lena wiederum zeigt ihre Stärke und spielt durch einen geschickten Schrupper den Ball zu den Stürmerinnen weiter. 10 Sekunden vor der Halbzeit kommt es zum vermeintlich ersten Treffer der Partie. Die Kapitänin Greta Meissner nimmt den Ball an und schon ist er im Tor versenkt. Aber die Gäste haben sich zu früh gefreut. Das Tor wird nicht gewertet, da die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen ist. Beide Mannschaften hatten Chancen. Am Schluss haben wir ein bisschen nachgelassen. Zurück auf dem Spielfeld geben Schönamsgruber und Co. wieder Vollgas, ohne dabei belohnt zu werden. Die Torfrau des BTHCs, Laura Hagen, ist für die Blau-Weißen an diesem Tag ein zu großes Hindernis. Infolgedessen häufen sich die Fehler auf Seiten der Blau-Weißen. Verpasste Torchancen und vor allem Ungenauigkeit im Passspiel und in der Absprache. Glück nur, dass die Gäste um Dina Feli die Schwachstellen nicht nutzen können. Letztlich bleibt es bei einem 0:0. Weil man will natürlich gegen die alten Teamkameraden auf jeden Fall gewinnen, was heute ja nicht geklappt haben. Aber wir haben uns die Punkte geteilt, was ein guter Kompromiss ist, was so die Beziehung angeht. An diesem Samstag geht es für die TCBW-Ladies bereits im Lokalderby gegen die Zehlendorfer Wespen weiter. Dann sollen sich Lena Klösel und Sina Schönamsgruber auch wieder freuen können. Aber nicht über ihre ehemaligen Teamkolleginnen, sondern über 3 Punkte.